Wir für mehr. Für geförderte Bildungsteilzeit und neue Altersteilzeit. Die moderne Arbeitswelt verlangt Beschäftigten einiges ab. Sie müssen flexibel sein. Etwa spontan einspringen oder die Schicht wechseln oder Projekte auch mal abends oder am Wochenende abschließen. Das belastet immer stärker und eigene Bedürfnisse drohen auf der Strecke zu bleiben. Etwa Zeit für Freunde, Partner, Familie oder Hobbys und für die persönliche Bildung. Die IG Metall sagt, Arbeit und Leben müssen besser miteinander vereinbar sein. Deshalb will sie den Beschäftigten mehr Rechte sichern. Mit Regelungen zu beruflicher Weiterentwicklung und gleitenden Ausstiegen aus dem Arbeitsleben soll es schon in dieser Tarifbewegung losgehen. Die Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten nehmen zu. Weiterbildung ist wichtig für die berufliche Entwicklung. Sie sichert bessere Chancen im Beruf und hilft, sich entsprechend eigenen Interessen weiterzuentwickeln. Einen Techniker machen, studieren oder den Abschluss nachholen? Eine Frage von Zeit und Geld. Denn nebenbei ist das kaum zu schaffen. Und wer kann es sich schon leisten, ein Jahr oder länger auszusteigen? Die IG Metall möchte mehr Zeit und Geld für Bildung. Durch eine geförderte Bildungsteilzeit. Mit einem im Tarifvertrag geregelten Beitrag des Unternehmens könnten Beschäftigte während einer beruflichen Weiterbildung kürzer arbeiten oder sich für ein Studium freistellen lassen. Zu einem guten Arbeitsleben gehört auch ein guter und planbarer Ausstieg. Eine Möglichkeit dazu ist die Altersteilzeit. Sie ermöglicht den flexiblen Übergang in die Rente. Altersteilzeit ist für die Metall- und Elektroindustrie in einem Tarifvertrag geregelt. Der muss an das Rentenpaket angepasst werden. Dabei möchte die IG Metall den Tarifvertrag verbessern, um die Altersteilzeit langfristig abzusichern, mehr Beschäftigten den Zugang zu ermöglichen und sie attraktiver zu machen. Zum Beispiel durch bessere Ausstiegschancen für Beschäftigte mit geringeren Einkommen sowie für besonders Belastete. Etwa Schichtarbeiter, Montagearbeiterinnen mit kurzen Taktzeiten oder unter Termindruck arbeitende Entwicklungsingenieure. Wir für mehr. Für geförderte Bildungsteilzeit und neue Altersteilzeit.